Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch wieder bei The Last of Us Remastered und ich bin der Lautschmer, jawohl. Und das Need for Speed Update ist jetzt fertig. Sehr schön, freut ihr euch? Ja, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir spielen nämlich nicht Need for Speed, sondern The Last of Us Remastered. Und wir waren ja gerade hier in diesem Kanaltrakt drin. Und was steht hier drauf? Warning, infected inside, do not open. Ja, schön, dass das auf der anderen Seite steht, aber auf der anderen Seite, also auf der Seite, wo wir gekommen sind, da hat es halt nicht gestanden. Und das war halt schon ein bisschen blöd. Weil das haben wir gemerkt, dass da einige Infizierte waren und die wollten uns schön an den Hals dran. Das war nicht so schön. Aber egal. Vergeben und vergessen. Jetzt geht's weiter. Mit Riley, mit Sam, mit Ellie. Ja. Und mal schauen, wie was wir hier noch alles so erleben werden. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Huh? Mal sehen, wie wir hinkommen. Ja. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. So. Ja. Wir gehen da ein bisschen abseits, weil es gibt immer mal wieder was zu tun. Oder besser gesagt, wir finden immer mal wieder in den Häusern oh, ja. Mal wieder absolut tolle Sachen. Und die können wir ja dann wieder gebrauchen für irgendwelche Gadgets. Geht's in den Keller? Ja, ey, tatsächlich. Jetzt sollen wir erstmal in den Keller gehen, ja. Nicht wahr, Joel? So. Ah ja. Die Waschküche, zack. Da sind auch wieder ganz nützliche Items. Ich schau doch direkt mal, was wir wieder bauen können. Ein Messer können wir wieder bauen. Ein Medikit können wir wieder bauen. Eine Nagelbombe können wir wieder bauen. So. Ja. 60 Pillen haben wir. Wie war es hier ohne Infizierte? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. So. Jetzt können wir wieder ein bisschen was nehmen. Ja, das weiß die liebe Ellie natürlich nicht, wie es hier war, ohne infiziert, weil sie ja erst aufwuchs, nachdem der Ausbruch stattgefunden hat. Deswegen kennt sie eigentlich kein Leben, also sie kennt das normale Leben halt einfach nicht. Das ist halt schon problematisch, also ich hoffe, dass sie irgendwann mal ein normales Leben führen kann. So, hier scheint aber alles schon leer geräumt zu sein. Aber hier sind wieder ein paar Sachen. Sehr schön. Sehr schön. Jawohl. Da lässt sich doch bestimmt wieder was machen. Auf jeden Fall. Rauchbombe, wie gesagt, mag ich speziell nicht. Ist nicht mein Ding. So. Waren wir hier schon drin? Nee. So. Oh, ich bin mal gespannt, wenn wir zur Werkbank kommen. Oh, aha, eine Plündernotiz. Die lesen wir natürlich. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern der Carstens erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, es sei sicher und noch wichtiger versteckt, leicht zu verteidigen, das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe.
Aha. Na, das war keine gute Idee, oder? Offenbar nicht. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht, ne? Was für ein dünner Mann. So, hier blinkt noch was auf. So. Sollen wir mal da durchgehen? Ja, aber eigentlich nicht, ne? Hier gibt es einfach zu viel zu entdecken. Da muss man echt immer aufpassen. So, in dem Haus waren wir zum Beispiel auch noch nicht. Aber ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnen. Was weißt du noch? Schau mal doch mal. Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. So. Gehen wir da rüber. Ist da irgendwas? Nee. Wir wohnten da nette Leute. Die erste Zeit I'm armed, no trespassing. Alle we'll shoot on sight. Okay. Erinnerst du dich daran, Joel? Das ist eine klare Message. I have a gun. Ich weiß kaum noch, you was loot, gestern. I shoot. Okay. Ist okay. Aber die sind offenbar nicht mehr da. Also von daher alles cool. So, ist da noch irgendwas? Nee, anscheinend nicht. So, da sind wir hergekommen, ja. So. Wahnsinn. Eine richtige Geisterstadt. Okay. Ja, macht nichts. Dann können wir doch hier weitergehen. Hier vorne sind auch wieder Häuser. Oh, Hunde. Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Ah, guck mal da. Sehr gut. Eine Werkbank. Dann mal los. So. Was rüsten wir da mal auf? Natürlich, unser Shorty wär cool. Zack. Schussfolge. Zack. Magazinkapazität. Zack. Rückstoß. Natürlich. Streuung ist natürlich nie verkehrt. Aber jetzt gucken wir mal, was haben wir noch? Jagdgewehr. Da. Ach komm, den Bogen wäre auch, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir da ein bisschen was machen würden. Geschwindigkeit, ja. So. Dann glaube ich, nö, da geht nichts mehr. Da ist auch Ende. Magazinkapazität machen wir hier auch noch. Dann haben wir es voll ausgenutzt. So. Das wird uns helfen. Ich hoffe doch sehr, dass du recht hast. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ja, ein Eiswagen, klar. Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. So, da ist wieder ein Haus, wo wir reingehen können. The Bash. Okay. Oh, hat sonst noch jemand Hunger? Ja. So. Okay. Okay, dann schauen wir uns mal um. Da ist wieder eine Tür. Zack, jawohl. Wir kriegen immer mehr Medikamente zusammen, sodass wir uns bald ein größeres Gesundheitsfeld leisten können. So.
Ein schön Rasenmäher. Oh, können wir da rein? Nee. Aber ich wollte, glaube ich, noch mal in das Obergeschoss. Soweit das geht. Glaube aber schon, ja. Guck mal, da ist das Bad. Da ist bestimmt auch noch irgendwas. Oder auch nicht. Oh, guck dir mal den Spiegel an. Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Hm. So. Naja, gehen wir mal hoch. Aha, Schlafzimmer. So, da ist nochmal ein Bad. Das würde Ellie gefallen. Da haben wir nochmal einen Comic, sehr schön. Ah, noch ein Zettel, sehr schön. Lesen wir auch direkt. Eine offene Tür, mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen. Und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Aha, okay. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Nee, das hatten wir schon. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Weg zu ergeben. Aber ich... scrollen. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich. Mhm. Mein Gott, waren da viele Poster aufgehangen in dem... Oder sind immer noch sehr viele Poster in diesem Haus. Das ist aber auch ein Riesenhaus. 3 Stockwerke, mein lieber Mann. So. Hier, glaube ich, gibt es nichts Interessantes. Ah ja, okay. So, dann gehen wir mal ganz nach oben. Ist das der Speicher oder? Ah ja, da ist auch noch ein Zimmer. Okay, da gibt es auch noch eine Notiz. Streichhölzer 8, 21, 36. Ah, ich glaube, da war doch, glaube ich, irgendwo ein Safe. Stimmt, irgendwo war, da war doch ein Safe. Ah, da gibt es Pfeile. Liegen da einfach mal so rum. Haben wir aber voll. Wir benutzen die eigentlich gar nicht mehr so großartig. So, jetzt beeilen wir uns mal ein bisschen. Genug rumgetrödelt. Ah, da ist er. Ha. Zack. Wollen wir jetzt will ich mal gucken. Haben wir es jetzt nicht schon? Ne, 80, okay. Okay, alles klar. So, da können wir nichts machen. Okay, jetzt haben wir den Safe geöffnet. Ich glaube, hier ist erstmal Ende Gelände. Hier waren wir schon drin. Hey, guck mal hier. Hey, Sam. Vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Sie spielen Dart, schön. Oh. Verdammt. Du bist dran. Mal schauen, okay, wie sich Ellie schlägt. Nur werfen? Ja. Wasch! Oh. Ein Naturtalent. Glück! Nein, was nicht? So. Dann schauen wir mal. Okay, mal hier, wir wollen mal gucken. In das Haus können wir, glaube ich, auch noch rein. Ja, sehr schön. Alles mit eingesammelt. Dürfen nichts liegen lassen. Das fehlt uns alles später mal und das wäre fatal. So, auf geht's. Ja, so eine. Das ist eine.
Heute eine spezielle Roomtour-Folge. Und zwar mit mehreren Rooms. Wieder ein Zettel, okay. Sehr interessant, Vaters Notiz, okay. Kara, du bist der Mann im Haus. Solange ich nicht da bin, pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemanden außer mir die Tür, spart eure Kugeln, wenn ihr fortgehen müsst. Bewegt euch unauffällig und schnell, setzt deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Okay. Was ist das? Oh. Bist du okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist auch nichts. Okay. So, dann können wir eigentlich wieder runtergehen. Hier waren wir doch schon drin, ja. So. Okay. Da waren wir auch schon drin. Dann gehen wir mal weiter. Ah, da ist wieder was. Aber, naja, nee. Brauchen wir nicht unbedingt. Fireflies waren hier. Ja, sieht ganz so aus. Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei? Ha? Klingt nach einem guten Plan. So, ich glaube, wir können nur hier durch. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Okay. Euer depriger Rede macht mich fertig. Witzebuchzeit. Ah ja, genau. So. Wow. Deckung! Scheiß Scharfschütze. Wo ist das hin? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum. Versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Okay. Wow. Fuck. Was haben wir denn Schönes? Wir haben doch ein paar schöne Waffen, aber nichts Nützliches. Erstmal wieder in Deckung gehen. Zutritt verboten, Mann! Oh, fuck. Komm schon runter. Weint ihr hinter dem Auto? So. Schnell. Wir müssen gucken, dass wir hinter den SUV kommen. Das Auto wird euch nichts nützen. Ja, sehr schön. Können wir da hinten rum? Hinter dem Auto? Ja. Ah, shit. Das hat uns nichts gebracht. Ich kann euch immer noch sehen. Ja, ist ja in Ordnung. Dann siehst du uns halt. So. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Wow. Okay. Puh. So. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht ist hier. Oh. Verdammte!
Oh Mann. Na komm schon. Alter, wie viel halten denn noch aus? Mann, die Sauerei hätte nicht sein müssen.